Kollege Locher, ich kann verstehen, dass dir die Landesrätin nicht weiß Gott wie zuhört bei dieser Diskussion. Denn ich muss schon sagen, mich verwundert es selbst, dass wir hier über ein zentrales Thema und eine zentrale Sorge der Südtiroler Bevölkerung diskutieren. Und die Diskussion plätschert so jetzt schon eine geraume Zeit vor sich hin. Und die Landesregierung kann sich getrost und auch ruhig zurücklehnen und nur mit einem halben Ohr auch zuhören. Aus dem einfachen Grund, und Kollege Renzler hat es vorhin ja schön geschildert, wenn er aufgezählt hat im Konjunktiv, wir bräuchten halt noch die Wohnbaureform, wir bräuchten noch das Wohnbaugesetz bis zum Ende der Legislatur, hoffen wir, was wir alle drei großen Reformen beisammen haben. Und dann ist dieser eine Punkt hier mit der GIS-Reform auch Teil des Ganzen, das dann nötig ist, um vielleicht dem Problem etwas Herr zu werden und die Herausforderung zu lindern, die die Leute haben. Sie können sich einfach die Wohnungen oder den Wohnraum nicht mehr leisten, nicht mehr mit bezahlen. Und das ist das Grundproblem, das wir seit Jahren vor uns herschieben. Und ich glaube, auch diese Diskussion hier heute Nachmittag zeigt eines auf, dass wir im letzten Jahr, Kollege Renzler, wo ist er denn? Ist jetzt nicht mehr im Saal. Ihr redet heute alle über Themen, auch du, Kollege Locher, die ihr im letzten Jahr per Gesetz verabschieden hättet können, wenn ihr gewollt hättet. Unseren Gesetzentwurf zum leistbaren Wohnen, der hat genau jene Punkte beinhaltet, unter anderem auch eine GIS-Reform, die durchaus auch in diese Richtung geht, die Anpassung der Wohnbauförderung, eine Neuausrichtung der Wohnbaugenossenschaften, wo man eben auch mit Nachrückern und so weiter hier flexibel sein muss, um draußen in der Peripherie auch agieren zu können. Neue Wohnformen, Co-Housing, nur als einen Begriff, den ich hier verwenden möchte, wo wir sagen müssen, hier müssen wir flexible Lösungen schaffen, sowohl für junge Menschen als auch für die Senioren. Das Thema des sorglosen Vermietens, wo wir genügend Beispiele haben. Manchmal wird das Vorarlberger Modell genannt. Wichtig ist, dass die öffentliche Hand zur Seite steht, bei uns zum Beispiel über das Wohnbauinstitut, dass dann auch diese sorglose Vermieten für den Vermieter möglich macht. Baustandards senken war da drinnen. Wo wir auch sagen müssen, muss es immer das Effizienteste sein oder ist es vielleicht auch, wenn der Preis dementsprechend günstiger ist, die zweitklimaneutralste Variante vielleicht doch geeigneter, um den Menschen hier ein Auskommen zu lassen. Denn wir müssen ja auch sagen, die heutigen Wohnungen werden ja nach einer bestimmten Zeit ohnehin wieder renoviert und es kommt vieles wieder raus, beziehungsweise die Techniken ändern sich. Beschleunigte Räumungsverfahren. Ich weiß nicht, was Köllensberger oder andere Kollegen, die hier auch die Mietnomaden, Uzi zum Beispiel, der da, davon ja auch gepoltert hat. Das war alles in diesem Gesetzesentwurf drinnen, den ihr von der Mehrheit abgelehnt habt. Das war die verpasste Chance, ich habe es damals schon gesagt. Und jetzt kehrt es halt immer wieder, wenn wir über das Wohnen sprechen. Und Kollegin Landesrätin Deeg, Vize-Landeshauptfrau, es ist schon so. Jetzt stellten Sie sich mal vor, wir beide würden gemeinsam ein Haus bauen und bevor wir den Grund haben und bevor wir den Plan haben und bevor wir überhaupt wissen, ob wir zwei eine Wohnbauförderung bekommen, haben wir aber heute beschlossen, dass wir die Jalousien grün machen. Also nur um darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Maßnahme setzen, die schon in die richtige Richtung geht, aber es hilft uns nicht, um vom Fleck zu kommen. Beruhigen und um Sie das geht's. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig, Herr Präsident. Ich bin, ja. Ich hoffe, ich werde nie so ruhig wie ihr da oben. Das muss ich schon sagen, weil sonst warten wir halt beim Wohnbaugesetz noch einmal 7 Jahre, wie wir jetzt schon warten. Und wir können es uns nicht leisten, beziehungsweise die Bürger in diesem Land können es sich nicht leisten, noch länger und Jahre darauf zu warten, dass hier etwas geschieht. Ganz kurz zu dieser einen Jalousie, die wir heute auf den Weg bringen. Wir sehen es ähnlich wie einige andere, die heute gesagt haben, es wäre in unseren Augen auch besser, die Belohnung
zu stärken. Das heißt eben, wenn ich vermiete, noch günstigeren Steuersatz, der mit den Änderungen vielleicht ja auch noch kommen mag, hoffen wir es. Und unsere, unter Anführungszeichen, Bestrafung war nicht so hoch, einen halben Prozentsatz auch drunter, maximal bis zu 3, und also zwischen 1,5 bis zu 3%. Ich muss aber auch dazu sagen, und so viel Ehrlichkeit muss Platz haben, ich glaube, die Auffassung von Mittelstand ist doch sehr unterschiedlich, auch hier in der Aula und auch in der Opposition. Ich sehe diese GIS-Reform grundsätzlich, und ich lasse mich weder den Sozialisten, Kommunisten, Bolschewiken schimpfen von irgendjemand hier herinnen. Ich halte den Mittelstand, ich halte es wirklich nicht unbedingt für ein Beispiel oder für ein Must-Have des Mittelstandes, dass man eine zweite Wohnung hat, die man weder für ein Kind braucht, die man über ein Jahr lang leer haben kann, die man auch nicht reserviert, wenn ein Kind studiert, also diese Freiheiten auch dann drin hat. Also das sogenannte Sommerfrischhäusel am Ritten oder so ist für mich nicht der klassische Mittelstand. Für meinen Geschmack. Das kann, mag unterschiedliche Ansichten und Bewertungen finden. Ich glaube, dass wir mit dieser Reform in die richtige Richtung gehen. Deswegen streiten wir uns vielleicht um den ein oder anderen Prozentsatz, aber die Grundrichtung, die haben auch wir Freiheitliche genauso gesehen in unserem Entwurf. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie der Landeshauptmann damals zu uns gesagt hat, er würde diesen Punkt sogar annehmen bzw. befürworten, aber das kann er nicht, denn das war eines der Wahlversprechen, so hast du es halt damals gesagt, die du selbst gemacht hast, und deswegen möchtest du es selber bringen. Es kommt halt nur, wie gesagt, als eine Maßnahme flattert es halt jetzt durchs Land, weil aber auch die zuständige Landesrätin hier diese große Reform und das Gesamtpaket uns immer noch schuldig ist. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe wirklich, und das ist nicht, es wird ja uns immer ein bisschen vorgeworfen hier, dass man politisches Kapital draus schlagen will und so weiter und so fort mit den unterschiedlichen Ideen und mit dem Wettbewerb der Ideen. Ich glaube, was das Thema Wohnen anbelangt, dass hier wirklich, und ich verspüre das schon, eine breite Forderung von Seiten der verschiedenen Fraktionen in diesem Landtag und ich glaube auch innerhalb der Südtiroler Volkspartei, dass hier was kommen muss. Und zwar nicht zitzerweise und nicht einzelne Geschichten. Und auch, jetzt fahrt ihr halt nach Wien raus. Ja, Himmel noch einmal. Habt ihr nie Zeit gehabt, irgendwann Wien rauszufahren, euch das anzuschauen, das Modell? Mittlerweile kann man sich auch digital ein bisschen fortbilden. Muss man nicht unbedingt zwei Tage nach Wien fahren, sich erklären zu lassen, wie dort seit Jahrzehnten vorbildhaft ein städtisches Wohnbaumodell gefördert wird und praktiziert wird, von dem man in Südtirol nur träumen kann. Und ich bin froh, dass teilweise Gemeinden in unserem Land viel weiter sind, als ihre seid. Und ich werfe hier wirklich auch, ich muss dieses Wort auch einlegen für die Gemeinden und sie aufmuntern. Bitte Gemeinden, ihr leidet zwar unter diesem Raumordnungsgesetz, das auch eine Katastrophe mittlerweile, man betont es mittlerweile anders, Katastrophe in diesem Land, dass es wirklich so ist, dass die Dörfer draußen, die Gemeinden ganz anders reagieren können und Modelle machen können, damit sich, ich nenne andere Gemeinden, die hier wirklich im Stand sind, den Menschen einen günstigen Wohnraum zu liefern, unabhängig von der Landesregierung. Man muss es einfach sagen, dass die weiter sind und ich hoffe, dass noch mehr Gemeinderäte und Bürgermeister hier die Kraft haben und auch den Mut haben, vorauszugehen und wirklich diese Projekte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger umsetzen.